Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mr. Angezockt Spiels Incredible Adventures of Van Helsing. Wir sind letztes Mal eine Stufe aufgestiegen. Das heißt, wir können noch ein paar Punkte verteilen, was wir auch ganz schnell machen. Und dann haben wir noch hier unsere Fertigkeiten. So, damit haben wir sie auch schon wieder alle verteilt. Ah ne, wir können noch einen Boni verteilen. Was nehmen wir denn da? Zweite Chance. Dann machen wir das doch mal. Die zweite Chance quasi wieder auferstehen. Da sparen wir uns ein bisschen Geld. Hier kommen wir nicht rüber. Also heißt es hier lang wieder. Und hier hoch zu den nächsten Armeen, die schön aufgereiht hier stehen. Katharina heilen, nicht mich, aber okay. Immer rausgehen, wenn sie runterkommen. Gelben Texas-Hut gleich eingesäckelt. Ich weiß jetzt nicht, ob es so klug war, mich direkt hier in die Ecke zu stellen. Ah, die Igors sind so langsam, da kann man gar nicht Zeit anhalten. Oh, was hier oben alles steht schon wieder. Und da müssen wir jetzt auch rüber. Ich gebe mich Mana, ja. Wir sind jetzt schon mal alle schön angeschlagen, aber ich auch. Ah, toll, auch noch vorbeigemacht. Wo kommt denn ihr her, ihr Scharfschütze-Typus? Der nächste. Da hinten sind diesmal Meister von denen, die bewachen natürlich aber auch eine Goldkiste, das ist in Ordnung. Oh je, was da alles auf uns zukommt. Mana, da kann ich nicht mal mit Bänkchen drauf. Ah, jetzt kommen wieder die Igor-Massen. Okay, ging ja ganz gut. Ich mache erstmal die weg. Oh ne, die. Ah, was haben die denn wieder für eine Fähigkeit? Mystisch. Eisschaden. Ich glaube, wir haben Mana in Zukunft. Okay, kann ja länger dauern dann. Schnell die Mana wieder ausgeben. Oh, was ist denn das? Ist jetzt mal cool. Aber wir müssen immer noch rennen. Schnell auch heilen. Ich befürchte ja, dass wir jetzt schon tot sind, weil sie gleich sterben. Dann auf ein neues. So, wenn die Nahkämpfer oben festhängen, das ist ja mal gut für uns.
See. Ja, Mana haben wir nicht. Eieiei. Ich zieh mir sofort das Mana alles wieder weg. Ich verstehe nicht, warum wir jetzt hier so wie eingefroren stehen. Auch die. Naja. Muss ich nicht verstehen. Ich hoffe nur, dass sie jetzt gleich von hinten kommen. Der nächste fällt und der nächste. Da kommen wir lang. Ah, wieder Igors und die komischen. I don't have enough mana. Wenn ich es sagen, sie mir jetzt mal ab, dann kann ich schön meine Tränke immer nachschütten. Gelbe Handschuh. Ah, und die Lampe. Schnell weg. Die Katharina, dass sie vielleicht in jede Bombe reinrennt. Und hier sind wieder Massen. Ich denke ja, dass wir so nah am Ende sind, darum will ich das auch noch fertig machen, aber sonst finde ich es... Ja, ich finde das Spiel toll, aber so ein bisschen mehr Anspruch als rein draufhauen hätte ich mir schon gewünscht. Scharfschützen-Veteran. Katharina eine Stufe aufgezogen, aufgestiegen, aufgezogen, ja. Das machen wir auch gleich mal. Mal gucken, sie hat einen Revolver in Gelb dabei, was die können, 43 können gar nichts, 48 ist auch nichts. Schwert auch nix. Dann geht's mal weiter. Jetzt kommt eine riesen Armee von den Fliegdingern. Ja, jetzt habe ich mich extrem so hingestellt. Weiter geht's. Da steht noch einer. Und hier, na, und meine Kiste wieder. Ob das hier das Palast der Maschinen ist? Durchaus möglich. Ist mir dann mal so. Dass es so Richtung letztes Kapitel kommt. Wir haben noch alles Veteran. Okay. Schnell mal einen Trank. Hier hinten hängt mal wieder ein Igor fest.
Okay, ist kein Igor, aber egal. So, weiter geht's. Jetzt hängen wir hier fest. Hier haben wir noch einen Igor, da kommt auch noch eine ganze Horde. Mit noch ein paar Nahkämpfern dabei. Jetzt haben wir hier nichts. Hier, Jäger, irgendwas. So, gehen wir aber hier erst einmal runter. So, hier war es, wo die Brücke ist. Da kann ich auch ganz vorlaufen. Nein, war eine schlechte Idee. Sehr schlechte Idee. Also ist schon natürlich eine Herausforderung, so zu kämpfen. I don't have enough mana. Aber wollte ich sagen. Aber ja. Ihr merkt momentan, ich verliere etwas meine Begeisterung, weil keine Herausforderung da ist. Ach ja. Ach so, er ist jetzt versteinert und zieht mir, wenn ich da vorbeilaufe, das Leben ab. Oder den Mana ab. Die Grafik ist schon spitze. Und Spiel macht auch Spaß. Ich darf es jetzt noch nicht schlecht reden, nur so gerade bin ich etwas... ja, es zieht sich gerade ein bisschen. Ah, wer war? Da hätte ich vielleicht mal vorher gucken können, weil ich nicht stehen bleiben soll. Aber naja. Okay, hier ist die Brücke, aber kann ich auch nicht runterlassen. Des Fußes 25.000 Lebenspunkte. Okay. Oh. Das ist der Jungle. So, die sind alle gut angeschlagen. Igors. Naja, gehen wir andersrum. Irgendwo haben wir ja noch die anderen Massen. Marquis des Hauses. I don't have enough mana. Ja, da kommen die ersten Igors hoch. Hier ist ein guter Platz, um gegen die zu kämpfen. So langsam wie sie sind. Jetzt können wir aber andersrum gehen. Mal gucken, wie lange wir für den Marquis des Hußes brauchen. Vier Katharina schön einsammeln. Ah, hier haben wir noch eine Kiste. Na, hängen an der Ecke. Katharina wiederbeleben. Da unten ein Gold. Aha, jetzt wieder da. Und hier ist sie. 25.000. Fangen, teleportieren, Feuertornado. Ich habe heute echt so ein paar Hänger da im Spiel. Ja? Also hier, der Igor steht da lustig rum. Tausend haben wir im Shop ab. Er macht jetzt nicht so viel. Der Marquis des Fußes, außer seinem Feuertornado, kann er wohl nicht viel. Und hier mit unserem kritischen Treffer, wir machen immer mal so einen
kritischen Treffer Bonusschaden. Wenn es gelb die Zahlen waren. Na, jetzt gerade nochmal ein Tausender. Not enough space. So. Alles voll. Dann öffnen wir erst noch die Kiste. Not enough space. Und teleportieren uns mal zurück. So, da können wir ja mal zusammen gucken, was wir haben. Letztes Mal war nur Schrott dabei. Ich denke, von der Ausrüstung sind wir gerade ganz gut. Und jetzt gehen wir wieder durchs Tor. Ja, ich bin schon einmal durchs Tor gegangen, hatte aber leider einen Systemabsturz, aber ihr habt nicht viel verpasst. Und darum werdet ihr sehen, dass hier gleich Monsterhorden auf uns warten. Und wir haben das Quest abgeschlossen, wir haben den Palast gefunden. Aber wie wir das hier erstmal ohne größeren Schaden überstehen sollen, weiß ich auch noch nicht. Ja. Wir respawnen mal ausnahmsweise hier. Mein Schaden ja nicht direkt Tränke zu trinken. Okay, boah, ich bin tot. Naja, wir haben ja noch Geld. Bisschen Damage machen kann. Hi, das Video ist doch halt schön. Gott sei Dank hatte ich das gemacht, dass ich belebt werde für eine Runde. Dann habe ich wenigstens 1-2 Versuche. Wow, wir haben es überlebt. Ging sogar recht schnell. So schnell hätte ich es jetzt auch wirklich nicht gedacht. Ah, da hinten stehen mehr von den Ornithoptern. Ja, hier. Von hinten schießt auch noch was auf uns. Wieder meine Zeit enthalten. Das ist... Hast du deine 100 Healing Potions schon verbraucht? So. Ah, je. Katharina, auf Neues. Gleich mal weitermachen. Jetzt müssen wir erstmal wieder ein bisschen wegrennen. Die Dinger, die sie machen, haben natürlich auch noch richtig viel Schaden. Hier stehen ja auch so Schützentürme, da rennen die natürlich auch durch. Auch wieder die Zeit. Achso, ich war gerade tot. Das mit dem Wiederbeleben ist gar nicht so schlecht, muss ich echt sagen. So, jetzt machen wir mal schnell die Geschütztüren da. Ah, wenn die weg sind, kommen natürlich alle, ja. Clever, hätte ich ja dran denken können. Rum. Da sind blaue Ornithopter, die ziehen wir mal nicht, Katharina. Erstmal gucken wir hier hoch. Okay. Ich
Mechanismus weg. Hier trinken. Angriffs on die Top, da aber dafür drei Kisten. Ach, da kann ich jetzt auch direkt runtergehen. Ja, ich weiß ja, more mana. Kann mich gerade nicht bewegen, was auch immer gerade los ist. Some healing potions would be nice. Was wir jetzt für ein Geld schon rausgeschmissen haben. Gucken wir erstmal in die Richtung. Noch mehr Angriffs an die Topter, Wirbelwind an die Topter. So, die gehen eigentlich ganz gut kaputt, wenn man da aufpasst. Machen nämlich auch Schaden. Ja, und das nächste Mal in die Stadt ziehen. So, einmal rum. Oh, hier geht's auch wieder hoch. Wir sollten mal schnell runterrennen, dass wir ein bisschen was für den Weg nehmen können. So, jetzt kommen wir uns hinterher. Wirklich viele Kisten. Viele Schätze ist meist Anzeichen für großen Bossgegner, dass man sich vorher noch mal rüsten kann. Jetzt rennen wir einfach auch wieder weg. I don't have enough mana. Gehen wir mal einen Trank zwischendurch trinken. Mal ein bisschen rennen dadurch. Ich habe jetzt meine Finger auf die falsche Seite gehabt, darum hat es mir direkt auf den Fuß geklappt, aber nein. Dann greifen wir da mal die Schätze oben ab. Achso, die hatten wir schon. Jetzt sind hier unten noch. Hier sind aber eine ganze Horde von den großen Geschütztürmen. Die darf man nicht sich aufstellen lassen, weil die machen echt großen Schaden. Losrennen, sobald sie genau geschossen haben. An die Top da. Ah, 6500 hat er jetzt mittlerweile. Der hat so lange ist nur ein Blauer. Aber jetzt. Katharina ist voll beladen. Rest. Und hier gehen wir auch noch mal hoch, da werden wir doch... Oh, einen Teleporter haben. Als ob das nicht passend für uns wäre, einfach mal ins Versteck zurückzudüsen. Und zack, schon wieder da. Und hier haben wir noch einen auch nicht. Oh, ja genau, einer. Da noch ein paar. Wir sind gerade wieder gestorben. Schön langsam. Zeit angehalten. Aha.
rennen. In letzter Sekunde rein. Jetzt werden wir es nicht aushalten können und sterben. Schade. Mal die Zeit anhalten und gucken, dass wir so viel wie möglich Schaden machen. Gestorben mit unserer Respawn-Fähigkeit, die hätte ich vielleicht doch schon früher kaufen können. Dass die so gut funktioniert, hätte ich jetzt nicht gedacht, oder so schon weiterhin. So, jetzt gehen wir aber runter. Was hier? Hier haben wir auch noch einen Hänger, aber naja. Gut, Kiste 1, Kiste 2, Kiste 3. Und da unten haben wir auch wieder ein paar von denen, aber ganz normale. Keine Veteranen und nix. Wir sollten ja die schnell wegmachen. Ich glaube, da geht es nicht. Ah, da hinten ist es nicht. Ja. Also extra schnell. Und hier geht's weiter. Waren wir da schon überall? Palast der Maschinen. Da bin ich ja mal gespannt. Ist aber ja eigentlich ein verdammt guter Zeitpunkt, um sich das Video jetzt noch anzugucken. Und dann ein kurzes Päuschen zu machen. Ist das etwa unser Final Fight? Here we are at last. Congratulations, Mr. Van Helsing. You've managed to play our little game right to the end. Do you think that this is a game? Of course it is. The oldest one in the book. The hero and the villain. But he's clearly insane. There can be only one. Es kann nur einen geben. Make him stop before we drown in clichés. With pleasure. When Borgova is in ashes, you have my permission to retire.